Wir noch nicht so. Ich war hier schon des ein oder öfteren. Oder wie man sagt, das ein oder anderen Mal. Aber so. Oh. Das ist hier ganz schön verstrahlt alles. Wie groß ist denn der Bereich? Besonders groß ist der ja nun nicht. Sorry. Aber es könnte ja auch noch hier irgendwo sein, ne? Vielleicht wird es mir ja gleich angezeigt, weil ich zu dumm bin zum Finden. Oder zu dumm bin zum Suchen. Psycho. Psycho ist gut, alle Drogen sind gut. Ich muss noch ein bisschen Abhängigkeiten aufbauen. Auf, wie sich's anhört. Abhängigkeiten aufbauen. Nee, nee, nicht in die Suppe. Kommen wir nicht durch. Nee, jetzt bin ich aber auch schon raus aus dem Bereich. Hier brauche ich gar nicht suchen. Vielleicht ist noch so ein Befreier. Weg mit dir, Befreier. Nehmen wir mit. Nö. Was haben wir hier? Ja. Kann man immer gut gebrauchen. Nö, nö, nö. So, weiter geht die Suche. Das ist ja nun auch nicht gerade hier übersichtlich, das ganze Terrain. Terrain. Also, ich würde ja ganz stark behaupten, dass das hier in irgendeinem von den beiden Gebäuden ist, aber das hier ist so ein Nebenraum. Ja. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber nun ja. Was zum Looten gibt es immer. Aber nicht das, was ich suche. Hier waren wir schon, ne? Ja. Okay. Dann gucken wir mal da drüben. Nö. Was ist das? Leuchtendes Fleisch. Nee, suche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Also. Wo kann es denn nur sein? Hast du das noch? Nee. Ist das irgendwie geschützt hier oder so? Nein. Habe ich das irgendwie übersehen? Ist es runtergefallen? Könnte überhaupt runterfallen? Geht's noch weiter hier hin? Nee, das ergibt doch auch keinen Sinn. Du kannst doch hier nicht einfach in der Walachei liegen. Nee, das muss hier ein von diesen Gebäuden sein, oder nicht? Das kann doch nicht sein. Oder ist das in irgendeinem. Habe ich ein Radio? Sag jetzt nicht, ich habe ein Radio. Nee, habe ich nicht. Okay. Ich habe kein Signal, was ich verfolgen soll. Dann ist es vielleicht in einem von diesen Waggons hier. Kronkorken. Nee, nee. Da! Ach, ich sag doch, irgendwann wird es mir angezeigt, weil ich einfach zu dumm bin, das zu finden. Aber ich hätte das, glaube ich, habe ich das eben gerade schon mal gesehen? Kann sein. Oh, da sind wir. Tiefschlafphase 2. Docs, Gruß von der Erde. Der Vorstand ist hier und wartet auf Ihre Berichte. Dr. Carroll, könnten Sie anfangen? Analyse von Phase 2. Probandin Daguerre zeigt gute Reaktionen. Die Schlafkapsel arbeitet innerhalb aller erwarteten Parameter. Danke, Doktor. Ja, der Vorstand hat eine Frage für Sie. Wie lange kann die Probandin in Ihrem Gerät bleiben? Einige Jahrzehnte lang dürfte keine Verschlechterung eintreten. Darüber hinaus kann ich es schwer einschätzen. Ende. Spricht dort Dr. Novak? Oh, ja, genau. Ich bin hier. Und mit hier meine ich natürlich die Umlaufbahn um die Erde, wo sie alle gerade... Verstanden, Doktor. Danke sehr. Wir haben eine Frage an Sie. Können Sie feststellen, ob die Verbindung hergestellt wurde?
Ja, es wurde eine Verbindung aufgebaut. Die Athena-Einheit hat vollen Zugriff. Bestätigt. Leitungsbahnen geöffnet. Verbindung vollständig. Danke. Wir haben eine Frage an Dr. Lee. Ich bin hier. Tut mir leid. Ich musste nur diesen Sender... Genug. Dr. Lee, wie stabil ist das Schiff in seiner derzeitigen Position? Recht stabil. Es sollte so lange halten wie Sie. Ungefähr. Wahrscheinlich. Ich meine definitiv. Perfekt. Ist der USSA-Bot des Schiffs verfügbar und in der Nähe? Bestätige. Pandora-Einheit steht für Befehle bereit. Exzellent. Pandora, geleite die Doktoren zu ihren persönlichen Tiefschlafkapseln. Der Code, Rob. Ihr Team hat ihn generiert. Sie sollten das doch wissen. Roter Sonnenaufgang? Ausstoß erfolgt in 30 Sekunden. Begeben Sie sich sofort in Ihre Kapseln. Moment mal. Das ist nicht Teil des Experiments. Außerdem machen wir da nicht mit. Oder, Doktoren? So läuft das nicht. Daguerres Schlafkapsel befindet sich in der Hauptfluchtkapsel. Die muss weg, damit wir von hier verschwinden können. Helft mir, das Ding aufzumachen. Der Vorstand verstößt gegen unseren Vertrag. Ich will sofort mit der USSA sprechen. Die USSA ist über den aktuellen Status im Bilde, Dr. Carroll. Bitte folgen Sie jetzt den Anweisungen. Ausstoß erfolgt in 30 Sekunden. Begeben Sie sich sofort in Ihre Kapsel. Klinge elektrifiziert. 10 Sekunden. Rein da! Schnell rein! Phase 3 hat jetzt offiziell begonnen. Jetzt müssen wir nur abwarten und sehen, wie Athena mit 3 Quellen reagiert. Glückwunsch, alle Mann. Ja. Da haben sie dann Erfolge erzielt, würde ich sagen. Oder auch nicht, mehr oder weniger. Aber zufrieden waren sie ja dennoch. Mal schauen, was die Kommanderin dazu zu sagen hat. Was soll man da sagen, ne? Kennt man ja nicht anders hier aus der Welt. Experimente über Experimente. Die überschlagen sich. Die Experimente. Nun ja. Zwischendurch habe ich noch ein bisschen was gesammelt, ne? Bisschen Schrott. Nun ja. Dann wollen wir auch gleich wieder zurück. Würde ich sagen. Ab zum Commander. Bericht erstatten. Schauen, was sie zu sagen hat. Bis gleich. Da sind wir wieder. Home sweet home. Schöner kann es nicht sein. Ich bastel hier immer ein bisschen rum. In der letzten Zeit habe ich auch mal ein paar interessante Baupläne gefunden für ein paar Schilder und Lampen und ja. Und der sammelt auch immer fleißig hier. Bisschen Bleischrott, Plastik, super Sache. Auch wenn es nicht besonders viel ist. Aber ein bisschen immer, ne? Machst du gut. Jojo, machen wir. So, einmal kurz alles zerlegen. Zack, haben wir irgendwas eingesammelt. Ja, die kann ich eigentlich mal modifizieren. Keine Ahnung. Habe ich ein linkes Bein? Kurz gucken. Habe ich ein linkes Bein? Von der Speerrüstung. Kleidung. Speerrüstung. Was ist das? Linkes Bein, ja, habe ich. Also, weg damit. Kleidung. Ja, kann weg. Super Sache. Die kann ich ja mal modifizieren noch. Und, ja, weg mit dem Schrott noch. Oder warte,
gucken, ob er irgendwas bei war, was man nicht zerlegen konnte. Nein. Alles super. Weg damit. Nee. Ein paar Hilfsmittel haben wir bestimmt auch noch eingesammelt, die wir nicht mehr brauchen. Heilmittel. Schmutziges Wasser. Red Array. Wenn die Raider hier rumlungern, werden sie es noch bereuen. Vielleicht ist es in Ordnung. Was ist hier los?